Ich grüße euch und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Willkommen zu Arcade Paradise. Ein Simulationsspiel mit hübscher Grafik, finde ich, und ganz tolle Musik. Ich fühle mich ja 20 Jahre wieder zurückversetzt, wenn ich diese ganzen Automaten sehe. Wir sollen das Waschsalon unserer Familie weiterführen. Daraus werden wir aber nach und nach eine Spielhalle machen. So ist zumindest der Plan. Ich habe kurz reingeschaut in das Spiel. Ist mega witzig und möchte mir das gerne zusammen mit euch anschauen. Deshalb werden wir auch direkt starten. Es wird ein kurzes Video kommen, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wenn ihr das skippen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten, ja, bleibt dran. Bis gleich. Ja, willkommen bei Arcade Paradise. Wir können ja mit der Maus umschauen und wir können mit WASD laufen. Ich spiele das Ganze auf PC. Das Spiel soll es auch auf der Nintendo Switch, PlayStation und Xbox geben. Ich selber spiele es auf PC. Wir können nicht rennen. Das habe ich schon herausgefunden. Wir können nicht springen, aber wir können uns ducken, was hinterher ganz wichtig ist. Dieses Ducken ist ganz wichtig. Das ist King Wash, ja, das Waschsalon unseres Vaters oder unserer Eltern. Wir selber sind Ashley und, ja. Hallo Ashley, hier ist dein Vater. Endlich. Willkommen im echten Leben mit echter Verantwortung. King Wash war eine meiner ersten Investitionen in Grindstone. Keine besonders wichtige. Ehrlich gesagt, hatte ich diese Absteige bereits vergessen. Aber mit geschicktem Management kann vielleicht sogar ein undankbarer und launischer Teenager wie du daraus etwas machen. Lass uns noch einmal die Grundlagen durchgehen. Pass gut auf. Nimm zuerst einen Korb mit Wäsche und lade ihn in eine leere Maschine. Ja, also unser Vater hat uns gerade das erklärt, was ich gerade erklären wollte. Wir sind ein launischer Teenager. Und sollen hier ein wenig auf dieses Waschsalon aufpassen oder mit ein bisschen mitarbeiten. Jetzt haben wir auch schon die erste Aufgabe bekommen. Wir sollen schmutzige Wäsche eines Kunden und sollen die Waschmaschine befüllen. Hier sind so einige Waschmaschinen, ne? Wir nehmen einfach mal die hier. Und denk daran, dass Untätigsein verschwendete Zeit ist. Ja. Wartung und Reinigung liegen deiner Verantwortung. Ist ja in Ordnung. Hebe jeglichen Müll auf und entsorge ihn. Es gibt einen Müllcontainer an der Seite des Gebäudes. Alles klar. Okay, heben wir den Müll auf, machen wir ein bisschen Ordnung. Also wie ihr sehen könnt, ist hier noch kein einziger Spielautomat. Aber jede Menge Müll. Und alles so mit ein bisschen Minigames dabei.
gibt es denn noch Müll hier? Überall solche Burger-Schachteln. Sammle Müll ein. Ja, wo gibt es denn noch Müll? Wo waren die denn? Was sind das hier für Dinger? Entsorge den Müll. Ja, hat er gesagt, wir sollen rausgehen. Da ist ein großer Container. Oh. Ja, wie man sieht... Am Ende des Waschgangs warnt dich deine Uhr mit einem wichtigen Piepton. Entferne die nassen Sachen und gib sie in den Wäschetrockner. Also alles mit tollen Minigames gemacht. Finde ich mega cool. In toller Pixelgrafik. Oh, wir haben sogar eine Uhr. Die wir mit der Tab-Taste. Also wir können halt auf der Uhr gucken, was ganz, ganz wichtig ist. Aber alles andere wird sich von selbst, glaube ich, erklären. Sammle feuchte Kleidung ein. Ja, das machen wir. Also Wäsche ist fertig. Und jetzt das Ding in einen Trockner hauen. Ich denke mal, das ist ein Trockner. Erledige als nächstes vielleicht noch andere kleine Aufgaben. Dein Lebensunterhalt hängt von deinem Ruf ab. Mit kaputten Maschinen, verstreutem Müll oder verstopften Toiletten verlierst du Kunden. Niemand will in einen defekten, stinkenden Waschsalon kommen. Das Reparieren defekter Automaten, das Einsammeln von Müll und das Beseitigen von Verstopfung in der Toilette tragen dazu bei, den Ruf des Unternehmens zu bewahren. Okay. Deine Uhr oder dein PDA macht dich manchmal auf Aufgaben aufmerksam, die erledigt werden müssen. Wir sollen die Toilette reparieren. Ja, das war natürlich klar, dass wir die reparieren sollen. Oh ja, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Die Toilette sieht ja nicht besonders aus, ne? Also wieder irgendwelche Minigames. Wir müssen versuchen, die Verstopfung zu beseitigen. Wir müssen die richtige Stelle finden. Oh mein Gott. Okay, da war nichts. Sobald die Kleidung trocken ist, nimmst du sie heraus und legst sie für den Kunden zur Abholung bereit. Okay. Wäsche ist fertig. Kunde kann saubere Wäsche abholen. Ist ein ehrlicher Job auf jeden Fall. Wir haben jetzt $20 damit gemacht, oder wie? Wäsche waschen bringt Geld, sobald die Wäsche fertig ist. Das ist der Schlüssel zum Hinterzimmer, okay? Es gibt ein Hinterzimmer. Komm also pünktlich, halte den Ort sauber und spare. Ja, quatsch nicht so viel. Hör mal, Ashley. Ich weiß, in deinem Alter scheint die Reinigung von Kleidungsstücken wenig glamourös. Aber nichts im Leben ist geschenkt. Zeig mir nur einmal, ausnahmsweise, dass du das hinkriegst und dass man dir vertrauen kann. Ansonsten, nun ja. Die Verpackungsanlage kann immer frisches Fleisch gebrauchen. Und repariere die Toilette. Also unser Vater hält, glaube ich, nicht viel von uns. Was auch immer wir getan haben, er hält nicht viel von uns. Hier ist das Hinterzimmer. Oh, hier gibt es die ersten Automaten. Okay. Manchmal macht dich deine Uhr auf wichtige Ereignisse aufmerksam, okay? Geh ins Büro und schalte den PC ein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Also es ist so, dass wir jeden Automaten hier in diesem Spiel, und es wird einige geben von denen, spielen können. Ich würde auch sagen, ich möchte so gerne einen ausprobieren. Ich weiß nicht, was das für ein Automat ist. Ein Spieler oder mehr Spieler? Es gibt sogar mehr Spieler, okay. Nee, ich möchte... Oh weia, da... Also das Blaue da unten, das nervt ein bisschen. Oh nee, ne.
Also das könnte ich ja schon stundenlang spielen, ne? Auch wenn ich nicht... Ja, das unten, ja. Ich glaube, wir müssen erstmal hier ein paar Aufgaben beenden. Also wie man sieht, diese Dinger sind auf jeden Fall spielbar, ne? Wo ist denn jetzt hier dieses Büro? Ach, sofort hier, okay. Ach, das ist unser Büro. Hier gibt es ein Safe. Eine Blume, wie auch immer, die so schön grün ist. Irgendwas ist da oben dran gespritzt worden. Einen tollen Computer haben wir. Was für einen coolen Bildschirmschoner. Ist ja noch mit Diskette und so. Eine super coole Maus, ohne Kabel sogar. Tastatur auch. Eine Chatbox. Leslie. Wer ist Leslie? Hey, Super Nerds. Dein erster Tag als Manager. Hat Papa schon seine herablassende Ansprache gehalten? Ich denke mal, dass es unsere Schwester ist, oder? Es ist, als würde er mich bestrafen. Ich bin 19. Ich kann einen Waschsalon beaufsichtigen. Ich habe einen halben Abschluss in... Hier kann ich nicht weiterdrücken. Wir haben einen halben Abschluss in Betriebswirtschaftslehre. Ein halber Abschluss ist kein Abschluss. Seine Worte. Also denkt er jetzt, ich hätte null Ehrgeiz. Aber was kann ich tun, solange ich hier festsitze? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir chatten jetzt quasi mit unserer Schwester, ja? Irgendwas aufräumen, Spiele spielen, einkaufen, vielleicht sogar Geld verdienen? Hast du die Geldbehälter schon gelernt? Was für Geldbehälter? Kerl, die kann aber schnell schreiben, oder? Geldbehälter, die Teile, die Münzen auffangen. Solange der Waschsalon geöffnet ist, wirst du stetig Geld verdienen. Aber du musst die Münzen aus der Maschine leeren, ja, das ist klar. Mach es jetzt, geh herum, sammle alle Münzen ein und gib sie in den Safe. Sieh nach, wie viel es ist. Ja, alles klar. So, Computer machen wir aus. Genau, und jetzt kommt dieses Hocken ins Spiel, was eigentlich ganz wichtig ist, weil wir müssen diese ganzen Automaten leeren. 137 ist da drin. Oh weia. Also ich habe hier noch kein Spielen sehen. 250 ist in so einem Automaten drin, ey. 96. Ist ja schon Vermögen hier drin. Münzbetrieb. Denk daran, das Bargeld nee, das regelmäßig verkehrt, aus dem ja. Münzautomaten zu nehmen und in den Safe im Büro zu legen. Ja, ja. 18 Dollar waren hier nur drin. 18 Dollar. Das ist wirklich nicht viel. Also wir machen wirklich viel Geld mit diesen Automaten hier. Wahnsinn. Was ist das hier? Also hier können wir anscheinend nichts leer machen, ne? Da haben wir alles leer. Das ist der Safe. 551 Dollar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh. Wie geht der Code? Okay. Ziemlich einfach gemacht. Aber witzig. Normalerweise müsste da doch immer so ein Klacken kommen, oder? Also halt so ein anderes Klacken. So. Nur das Geld im Safe kann ausgegeben werden, okay? So. Was nun? Erstmal mit der Schwester hier. Oh Gott. Ich habe sie gelehrt. Ja und? Heiliger Bimba. In den Spielautomaten war ein riesiges Vermögen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ach, diese Sachen. Ich habe sie vor Jahren für Kunden gekauft. Dad verabscheute die Idee, aber ich fand, dass sie einen gewissen Reiz hatten. Oder ist es unsere Mutter oder so? Ich weiß es nicht. Was? Wenn ich mehr davon... Achso, ja. Wenn ich mehr davon gekauft hätte, ja. Neuere Spiele, bessere Automaten. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, ne?
wenn wir unser Geld in diesen Automaten investieren würden. Wenn die Kunden sich hier aufhalten, während ihre Kleidung geschleudert wird, würden die Spiele mehr Geld einbringen als die Wäsche. Ich habe diese drei... Oh, weißt du, wie schnell schreibt die denn? Hallo? Ich habe diese drei über das Internet bei Akademia... Nein. Ja, ist auch egal. Ich suche die Details für dich heraus. Wenn du Dads ein paar Zahlen vorlegst, gute Argumente hast, lässt er dich das vielleicht zu einer richtigen Spielhalle ausbauen. Ihm gehört immer noch das Geschäft. Auch wenn du das Heft in der Hand hältst. Ja, ich weiß. Alles gut. Kaufe zuerst ein paar neue Spielautomaten, belege den verfügbaren Platz und beobachte, was sie einbringen. Mhm. Und denk dran, dass du Bargeld erst ausgeben kannst, wenn es von den Automaten übertragen in den Safe gegeben wurde. Ja, ja, alles klar, das weiß ich. Hier ist die Website. Alles klar. Gehen wir mal da drauf. Wie können wir den Chat hier wegmachen? Verkauft. Racer. Okay. Was gibt es noch? Video Air Hockey. Die sind ja alle schon verkauft hier. Verkauft, verkauft. Außer Stack Overflow. Gegenstand anzeigen. Halte deinen Chef bei Laune in diesem befriedigenden Puzzlespiel, in dem es darum geht, Kisten gegen die Zeit zu stapeln. Versuche nicht gefeuert zu werden. Hört sich irgendwie ein bisschen an nach Tetris oder so. Also mehr gibt es auch gar nicht, ne? Also wir sollen jetzt auf jeden Fall einen Automaten kaufen, ja? Wir haben $551 gerade. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was unser Vater davon hält, aber wir machen das einfach mal, oder? Gegenstand anzeigen, kaufen. $500. Lieferung am Dienstag, okay. Wir haben 1993, okay. 28. März 1993. Kauf abgeschlossen. Ja, cool. Gut gemacht. Dein neuer Automat wird morgen früh geliefert. Ah, okay. Nee, ich möchte das hier... Wie können wir das hier wegmachen? Das Geschäft ist von 8 bis 23 Uhr geöffnet und generiert Gewinne, während du dich auf dem Gelände befindest. Ah, okay. Du kannst die Zeit auf deiner Uhr nachsehen, indem du Tab drückst. Ja, das wissen wir. Du kannst weiterarbeiten, ein paar Spiele spielen oder den Tag beenden, indem du zur Bushaltestelle gegenüber dem King Wash gehst. Ja, wir haben doch bestellt jetzt. Kann ich das jetzt hier wegmachen? Wir gucken nochmal in der Chatbox. Keine Freunde online. Wir haben ja echt viele Freunde, oder? Sag mal, wo ist denn dieses blöde Radio hier eigentlich, wenn es hier so komisch klingt? Oh, wer ist denn da? Okay. Wie kommen die denn hier ins Hinterzimmer? Können wir das Licht ausmachen? Nee, leider nicht. Da ist einer. Da hinten ist diese Bushaltestelle. Okay. Oh, wir haben hier Wäschekörbe, ne? Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen arbeiten, oder? So. Erstmal befüllen wir die Dreckwäsche. Wird verwendet. Steht da eine Uhr? Jo, 3 Minuten dauert so ein Waschgang. Das sind aber super tolle Waschmaschinen. Die hätte ich auch gerne. 3 Minuten ist die Wäsche fertig. Mega cool. So. Haben wir gemacht. Und nun warten wir jetzt, oder wie? Was ist das denn? War das jetzt ein Grafikfehler, oder? Wenn wir der Frau zu nahe kommen. Ist sie weg. Oh, war ja.
Ist das echt so? Was ist denn auf der Toilette los hier? Die Toilette ist sauber. Jetzt ist die Frau weg. Was ist das denn hier? Wir hätten da was dran geklebt. Nein, das war nicht... Das ist gar nicht mal so einfach hier. Ich versuche eigentlich... Versteckte Pakete gefunden. Oh, ah, okay. Versteckte Pakete gefunden. Haben wir sogar 30 Dollar für bekommen. Gibt's ja noch mehr Kaugummis? Yo. Interessant. Ah, immer im roten Bereich bleiben, okay. Aber ich möchte gerne mal wissen, was hier hinter ist. Okay. Naja, da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Also wenn wir den Leuten, den Gästen zu nahe kommen, hauen sie ab. Da weiß ich nicht, ob das so sein soll. Eine Minute dauert die Wäsche noch. Was können wir denn in der Zeit machen? Wir gucken uns einfach mal rum hier. Also da ist die Bushaltestelle. Da können wir anscheinend das Spiel auch speichern, ja. Achso, wenn wir in den Optionen gehen wollen, haben wir hier so, ja, unser PDA-Gerät hier. Wir können hier ja auch in den Optionen was schauen. Was können wir da noch? Aufgaben. Spiele das Spiel weiter, um diese Funktion freizuschalten. Ah, okay. Wir können hier verlassen. Schließe den Tag ab und kehre zum Hauptmenü zurück. Nee, das wollen wir nicht. Upgrades. Spiele das Spiel. Okay. Ach, ein Spiel ist das also, okay. Nochmal. Oh, Highscore ist 54. Komm, das schaffen wir noch. Die Wäsche dauert noch. Ja, 55, auch nicht besser. Okay, ich denke mal, jetzt, dass die Wäsche mal langsam fertig ist hier, oder? Ne, immer noch 40 Sekunden. Also es ist echt wirklich, wirklich langweilig hier in diesem Laden, ne? Hier muss ich echt was tun, ne? Fernsehen funktioniert nicht. Sieht auch alles sehr heruntergekommen aus. Ich würde so gerne mal die Fliesen hier austauschen. Also viele Fliesen sind ja nicht mehr da. Was haben wir hier denn? Ist auch nochmal ein Fernsehen, oder wie? Okay. Ist noch mehr Wäsche da? Können wir auch hier was reinschmeißen? Ne, das sind Trockner, oder? Ach, das sind auch Waschmaschinen? Also natürlich. Oh Mann. Jetzt kommen die Leute aber hier, ne? Können die das denn nicht da selber reinschmeißen? So, Trockner Nummer 1. Oh, das artet ja hier in Arbeit aus. So, es dauert auch schon wieder 3 Minuten. Aber Wäsche trocknen in 3 Minuten ist auch super Sache. Jetzt war hier. Ne, hier ist nichts mehr. Cool. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 17.30 Uhr. Das heißt, um 23 Uhr, ne, wurde gesagt, dass der Laden hier sowieso zu hat. Ich hoffe, dass wir da noch die Wäsche fertig bekommen. Was ist denn das? Was ist denn da? Was läuft denn da oben? Ah, das Blöde ist, wir können nicht springen, ne? Können wir denn hier fegen? Nee, auch nicht. Wir können keine Knöpfe drücken. Wir können aber hier noch eine Runde spielen, oder? Was auch immer das Spiel hier ist. Racer Crasher, okay. Irgendwas mit Autos und Crash und Unfälle. Hat irgendwie was von GTA. Ja,
Können wir das jetzt wegklicken? Tag 1. Das ist echt wirklich. Oha. Ich glaube, wir müssen von der Polizei weg oder so, ne? Oh, okay. Unser Auto ist weg. Jetzt müssen wir laufen. Wir haben irgendwie was in der... Nein! Nein! Wie schlecht ich bin. Da haben wir unser Auto. Und jetzt? Ach, neues Spiel, okay. Wir hauen aus dem Krankenhaus quasi ab. Ah, wir können an den Ecken auch stehen bleiben. Oh mein Gott. Ah, wir können, müssen halt voll oft auf die Minikarte unten gucken. Ne? Da sehen wir genau, wo die Polizisten... Oh mein Gott. Ja, ja, lass die Waschmaschine, Waschmaschine. Wir haben keine Zeit. Wir müssen spielen. Oh, weia, die sind auch sogar unter... zu Fuß unterwegs. Ja, ja, ist ja gut. Können wir denn noch irgendwas anderes hier machen? Ah, wir können das nur bei... Nein! Was haben wir denn jetzt? Ein Panzer oder was? Oh, wir können damit schießen. Wir konnten mit diesem Panzer schießen, okay. Nein. Ah, okay. Wir müssen leider in die Realität wieder zurück. Ah, die Wäsche ist fertig. Super. So. Wäsche ist getrocknet. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ersten $30 im Sack. Oder besser gesagt, im Korb, ne? Oh, wir werden sogar einen höheren... Wir kommen in einen höheren Rang hier. Okay. Wir leveln anscheinend auch. Aber wir können da leider irgendwie nur nichts einsehen, ne? So, ist die Wäsche auch fertig? Genau, holen wir alles raus da. Was mich jetzt interessiert, ist, hinter uns stehen auch so Dinger, ne? Ah. Also alles Trockner hinter uns. Wir haben mehr Trockner als Waschmaschinen anscheinend. Okay. Wir haben jetzt nochmal 3 Minuten Zeit. Oder ist der Wäsche nochmal nachgekommen? Ja, sicher. Das hat ja gar kein Ende. Da ist ja schon wieder Wäsche. Nee. Gibt's ja gar nicht. Ist eine richtig stumpfe Arbeit hier, dieses Wäsche waschen. Cool. So, das lassen wir jetzt erstmal. Ach nee, der Automat ist schon besetzt da hinten, ne? Sonst hätten wir den uns gerne angeguckt. Aber ich würde auch sagen, wir beenden mal diesen Tag hier. Wir machen jetzt auch einfach Feierabend. Wir haben nämlich 21.27 Uhr. Das reicht doch, oder? Wir haben genug Geld gemacht. Ja, wir beenden auf jeden Fall diesen Tag. Und wir beenden auch diese Folge, diese erste Folge hier bei Arcade Paradise. Bisher ein tolles Spiel, macht Spaß. Ja, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dazu gerne noch einen Kommentar. Ein Abo, falls noch nicht passiert. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Ja, gesund bleiben und so, ne? Wie immer. Wir sehen uns. Bis dahin, bye bye.